nicht alles so genau nehmen und ein gutes Augenmaß gehören zu einer Italienreise. So sind wir gut in Lucca angekommen und haben uns für den Wohnmobilstellplatz im Park Luporini entschieden. Herzlich willkommen zu unserem Video aus Lucca. Also wir nehmen uns eure Ratschläge schon zu Herzen, ja? Wir sind jetzt extra nochmal nach Lucca gefahren und wollen jetzt da in der Pizzeria gehen. Aber ihr seht ja, das Wetter, das lässt uns ein bisschen im Stich. Also wenn man Florenz vergleicht und Lucca. Naja, das kann man gar nicht vergleichen. Ah, okay, gut. Aber wir kommen von Florenz und da ist es nicht so überwältigend. Vor allen Dingen, es ist ja viel angenehmer von den Menschen. Es sind weniger Leute da, ja, aber die Stadt ist ja auch kleiner. Ja, und heute ist jetzt auch nicht so das Wetter. Es hat die ganze Zeit geregnet, jetzt ist es einigermaßen trocken. Und deshalb sind wir jetzt eigentlich ganz schnell mal da rein. Genau, aber das Klima ist schon angenehm, das muss man schon sagen. Und ihr seht also, eure Tipps, die kommen bei uns gut an. Wir beherzigen diese Tipps und sind auch dankbar dafür. Ja, und jetzt schauen wir uns noch ein bisschen um. Genau, und zeigen euch, was Lucca zu bieten hat. So, und ganz überraschend treffen wir noch diesen Dom an. Da hätten wir gar nicht mit gerechnet, aber der sieht schon mal ganz imposant aus. So, und jetzt müssen wir da rüber. So, und in diesem Haus ist wohl Giacomo Puccini geboren, gestorben in Brüssel und hier Mitte des 19. Jahrhunderts geboren.
Tja, wenn man halt im Ausland ist, dann bestellt man Sachen, die man nicht so richtig definieren kann. Und was habe ich jetzt? Anstatt ein Eiskaffee habe ich jetzt schon Eiskaffee, aber Kaffee mit Eiswürfel und Mandelmilch. Hauptsache schmeckt. So, das ist der Lächelplatz hier. Ist so ein Lächelplatz? Von allen Seiten wird man angelacht und gelockt, dass man in das Lokal reingeht. Ach so, ja. Aber sieht ja auch toll aus. Und, ja. Und lächelt alles so freundlich, die Frau. Ja, und ja, das, der ganze Platz besteht nur aus Lokalen und diese Häuser ringsherum. Sieht gar nicht schlecht aus, oder? Genau. Mhm. Aber wir gehen durch. Wir lassen uns zwar anlächeln, aber nicht verführen. Wir waren ja auch schon essen heute. Essen und Kaffee trinken. Genau. Da ist die Ursi. Und sie lächelt diesmal nicht. Doch, lächle ich. Ja. Ja, wir stehen jetzt hier genau über ein Eingangstor von Luca. Ihr seht vielleicht so im Hintergrund hier. Ja, da ist hier der Ort und das war jetzt eigentlich richtig nett da drin. Und wir gehen jetzt aber nicht das Eingangstor rein, sondern wir gehen jetzt wieder raus, weil wir gehen jetzt zum Gustl. Genau. Und somit verabschieden wir uns jetzt hier von Luca. Strömenden Regen verließen wir am nächsten Tag Luca. Vorher steuerten wir aber noch einen nicht nur bei deutschen Campern beliebten Discounter an, um uns mit Lebensmitteln und vor allem mit Brot zu versorgen. Von Luca fuhren wir dann erstmal ca. 130 Kilometer südlich bis zu dieser Engstelle. Die konnten wir mit einer Drehung umfahren und fanden den gewünschten Stellplatz etwas enger als gedacht, aber mit der erwarteten tollen Aussicht vor.
einem entspannten Abend und einer ruhigen Nacht machten wir uns wieder auf den Weg. Die Insel, die wir mit der Fähre angesteuert haben, zeigen wir euch im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst wieder.